Die Orgel von 1960 war eigentlich das, wie ich meine, selbstbewussteste Statement des Wiederaufbaus. Die gesamte Raumschale ist behutsam in der gotischen Form wieder aufgebaut worden. Für die Orgel hat man eine damals zeitgemäße Formansprache verwendet. Das wollten wir auch aufgreifen jetzt bei der Neukonzeption des Instrumentes. Und so habe ich die Orgelbaufirma sehr ermutigt, für den Spieltisch, für die Spielanlage einen modernen Entwurf zu entwickeln. So haben wir jetzt einen Spieltisch, der sehr aufwendig gebaut ist, mit Blattgold, mit Leinen, Oberfläche, eigenen Strukturen und einer eigenen Formensprache, die, wie ich hoffe, wieder einen neuen Akzent in den Dom bringt. Eine logistische Herausforderung war die Konzeption der Spielanlage, und zwar hinsichtlich ihrer Bedienbarkeit. Wir haben gemeinsam mit der vorderen Orgel 180 Register. Wir haben hier einen Spieltisch mit, sagen wir, gut 200 Knöpfen. Die müssen übersichtlich sein, die müssen erreichbar sein, auch wenn man nicht 2 Meter Spannweite hat, wie ich. Die Kunst ist hier, eine Spielanlage zu bauen, bei der kompetente Organisten relativ rasch einen Überblick haben und bei der alles auch erreichbar ist. Hier waren viele Überlegungen notwendig und ich hoffe, dass das Ergebnis gut gelungen ist. Warum baut man heute eine Orgel? Warum baut man eine Orgel überhaupt in dieser Größe? Ist das notwendig? Mein Zugang als Geistlicher ist, dass die Liturgie zum Zentrum, zum wertvollsten und kostbarsten dessen gehört, was wir als Christen tun. Und was ich für die Liturgie verwende, gibt eine Botschaft aus. Ob ich billige, einfache Dinge verwende oder kostbare Dinge, gibt, ob ich möchte oder nicht, eine Botschaft aus. Ich denke oft an ein Wort des heiligen Franz von Assisi, der sagt, fürs persönliche Leben soll es einfach sein, aber für die Liturgie das Beste.